Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe jetzt, bevor wir jetzt was machen können, ich habe das Mikrofon jetzt schon mit USB verbunden. Da seht ihr das, USB. XLR wäre hier unten. Und ich habe von Manono die Software schon runtergeladen. Also der hat natürlich automatisch USB erkannt, der PC, und hat da was installiert. Und ich habe auch die Software erkannt, das werde ich euch auch gleich zeigen, damit das nicht hier bei der Aufnahme alles abkackt. Benutzt habe ich noch gar nichts. Ich will jetzt nur mal gucken. Ah, okay. Also man hat hier nicht so richtig den Knopf, also ist wirklich nur Berührung. Warte mal, hier oben, da. Und ich hoffe, ihr könntet sehen, dass es dann rot leuchtet. Wenn ich Mute drücke, wenn ich den Knopf drücke, leuchtet es blau. Und so, hier leuchtet es weiß. Dann können wir halt runterschrauben, drücken. Wenn es blau leuchtet, können wir auch runterschrauben. Da muss ich dann aber erstmal gucken, was ist. Ach so. Einmal ist es Mikrofon und einmal ist es Headset. Bringen wir mal beides hoch. So. Dann haben wir die Webseite von Manono. Das ist diese hier. Da geht ihr oben einfach auf Software. Ihr müsst aber einen Account euch anlegen. Ja, und dann habt ihr hier so praktisch die ganzen Mikrofone und so. Und ihr seht auch dann noch die anderen. Die haben ja auch Mischpulte und was weiß ich alles. Hier ist er zum Beispiel. Was ich sehr geil finde, ist, wenn ihr auf Software geht. Und dann habt ihr hier die, hier ist eine App. Und wenn ihr dann hier Manono Link, wie in der Beschreibung steht, wenn er darauf klickt, ja, dann ist hier Manono Link Version 2.4, 2.3.6, 2.5.0, ja. Und dann ist hier auch noch schön Bilder dazu. Aber eben, wartet mal, wenn ich auf Download klicke, also ich muss auf Download klicken. Also wenn ihr das Bild anklickt, kommt ihr direkt zum Download. Ja, dann habt ihr hier die Version. Könnt euch die Features angucken, alles drum und dran, Videoguide. Wenn ihr aber auf Download klickt, werden euch die Mikrofone angezeigt, für die Software da ist. Das ist einmal das, was wir haben, dann ist es das PM450S USB, dann haben wir noch das DM30 RGB USB und dann haben wir noch das PD200X USB. Oh, sieht aber auch nicht schlecht aus mit dem RGB hier. Und das hat man ja, glaube ich, schon mal getestet. Ja, und dann kann man dann halt sagen, ich habe dieses. Ja, und dann steht dann halt noch was dazu. Und dann kann man hier auf Download klicken. Muss man kurz warten. Und dann hat man es hier oben dann halt drin. Ich habe es ja schon installiert. So. Und ich habe ja hier die Software. Gehen wir einfach mal drauf. So, dann muss ich das Mikrofon auswählen und da haben wir es schon. Also hier seht ihr schon, es schlägt aus. Ich werde das mal hier rüber packen, weil hier die Cam ist. Und wenn wir jetzt weiß runterregeln, das ist Mikrofon und blau ist das Headset. Okay, on, off, off. Headphone, Volume, Mic, Monitoring. Na, machen wir mal an. Ah, dann springt es hier auch gleich um. Okay. Hier können wir Gain und so einstellen. Denke ich mal, das geht jetzt gerade nicht. Wir sind auf 1.0.3.
So, und dann müsst ihr hier, seht ihr das? Ich habe jetzt die 250 installiert. Und wenn wir hier raufklicken, 250 ist die aktuellste Version. Das müsst ihr auch erst auspacken. Also ja, Downloads, das ist dann halt hier. Ja? Und dann müsst ihr sagen, alles extrahieren und dann ist verpackt in der ZIP-Datei. Updates auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das. DSP-Version 690.103. Check for Firmware Update. Ne, wir sind jetzt vom Mikrofon auf der neuesten Stufe. Original Natur. Version Survey. So. Haben wir hier RGB. Oh, das geht aber hell. Warte, ich mache mal so, dass ihr das vielleicht sehen könnt. So, das ist die hellste Stufe. Das ist dunkel, also 0, das ist aus. Und dann können wir hier. So, gehen wir mal hoch. So, das ist 1%. Also sieht bei euch jetzt heller aus als bei mir, ja, logischerweise. So, und das ist das hellste. Ich mache mal so, dass man das halbwegs noch erkennen kann. Machen wir mal 35. Orange. Das sieht ja schlecht. Das machen wir mal. Ich hoffe, so könnt ihr das halbwegs erkennen. Also es ist bei euch heller als bei mir. Grün, Türkis, Lila, Rainbow. Dann ändert sich die Farbe, wie ihr seht. Und wir können aber auch noch Pearl. Ich hoffe, ihr kennt das, dass es heller und dunkler wird. Geht auch mit Rainbow natürlich. So. Dynamic 1. Sieht aber auch geil aus. Dann geht es von unten nach oben. Dynamic 2. Dynamic 3. A. B. Achso, dann geht es wie meine Stimme ist. 1, 2, 3, 4 Eckstein. 1, 2, 3, 4 Eckstein. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. 1, 2, 3. Gar nicht mal so schlecht. So, wir wollen aber auf Static und Rainbow. Ich finde das mit dem Rainbow eigentlich recht geil. So. Auch die Übergänge sehen sehr schön aus von der Farbe her. Das ist bei euch jetzt natürlich zu hell. Aber es sieht wirklich geil aus. So, Gain und so können wir jetzt hier nicht einstellen. PD 100X. Achso, das wird wahrscheinlich wegen dem Mischpult. Das wäre dann das Mischpult oder so. Ah ne, jetzt. Aber ich lasse mal Eco gleich. Limit. Also hier will ich erstmal nichts verstellen. Ich will ja die Standardeinstellungen benutzen. Und dann werden wir hier mal ein bisschen rumexperimentieren. So. Und dafür werden wir uns jetzt einfach mal gehen wir hier unten auf die Lupe und dann, wie hieß das nochmal gleich? Recorder. Was schreibe ich denn hier? So, gefunden. Nicht unter Recorder, sondern unter Aufnahmerecorder ist er drin. Wir werden mal hier, kann ich hier alles löschen? Damit hier auch wirklich nichts drin ist. Nicht, dass es heißt, hier ich habe. Das ist nämlich ein anderes. Das ist auch das DM30 von Manolo. Habe ich immer noch hier drin. Die Testdateien.
So, löschen, yes. So, jetzt haben wir hier das PD100X Podcast Mikrofon Standard. Das ist richtig, das wollen wir haben. So. Und wir haben jetzt die Standardeinstellung, bloß dass wir halt die Empfindlichkeit ein bisschen schreiben wir mal hoch auf 80. So. Und dann werden wir hier mal aufnehmen. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Wir sind bei einer Lautstärke von 80%. Jetzt habe ich auf 100 gemacht. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Jetzt gehen wir auf Advance. Jetzt schrauben wir den Gain mal runter. Den mache ich mal auf 50%. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Jetzt machen wir gehen wieder auf 100%. So, jetzt können wir den Equalizer noch einstellen. Wir haben auf Custom. Da kann man ja so viel machen. Nee, das wollen wir lieber nicht. Uah. So, wir machen jetzt einfach hier das erste Highpass-Filter. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, jetzt das mit dem Bogen. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, der Boost wartet. Jetzt sind wir im HPF. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, dann haben wir Limit ist jetzt auf minus 40, Kompressor auf 80 und Noise sind wir bei 33%. Da können wir jetzt aber auch nichts dran. Doch, können wir hier Haken rein. So, können wir mal gucken, was passiert. Wir machen jetzt mal das Noise Gate auf 40%. Alles andere ist auch auf volle Pulle. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Jetzt machen wir den Kompressor auf minus 30. Limiter machen wir etwa so hoch, der steht dann auf minus 15. Neues machen wir auf 25, dann haben sie alle die gleiche Höhe, dass wir halt einen Unterschied hören oder nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, jetzt oben wieder auf Crosstim umgestellt und das, die Einstellung beibehalten. Also Limiter 15, Kompressor 30, Noise 25. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, jetzt machen wir das alles wieder hoch, das obere. Also Limiter und Kompressor und Neues machen wir wieder auf 30, so wie die Standardeinstellungen waren. So, und das war doch schon zu den Einstellungen. Jetzt hören wir uns das erstmal an. Machen wir erstmal Stopp. So, umbenennen. Auf welches wartet jetzt nochmal? PD100X. PD100X Test. Nee, nicht Tests. Ich bin so dran gewöhnt, Tests zu schreiben. So, jetzt werde ich hier Moment. Geht jetzt leider nicht, jetzt kann ich den Lautsprecher nicht stumm schalten. Das muss ich dann in der Bearbeitung, muss ich dann halt ab hier jetzt den Lautsprecher stumm schalten, damit es halt nicht ein Echo zu euch kommt, oder beziehungsweise mein Mikrofon muss ich stumm schalten. Obwohl, das kann ich ja, egal. Und dann hören wir uns das jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt hier
Rechtsklick gedrückt und dann im Ordner öffnen und dann wird uns das angezeigt. Wie gesagt, kein Filter drauf. Wir haben so aufgenommen mit der Software, ihr habt sie ja jetzt selber gesehen. Ich habe jetzt nichts bearbeitet, verarbeitet oder irgendwas dergleichen gemacht. Hier ist es noch drin und das haben wir auch geöffnet, die Originaldatei, die ist hier. Eigenschaften, da ist eine M4A-Datei. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das anhört. Ich mache mal nur schon mein Mikrofon stumm, sicherheitshalber. Hat er hier auch irgendwas umgeschalten? Jetzt sollte nichts mehr kommen. Test, 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 test. 1, 2, 3, 4. Ein, zwei, drei, vier Eckstein. Alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Wir sind bei einer Lautstärke von 80%. Jetzt habe ich auf 100 gemacht. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Jetzt gehen wir auf Advance. Jetzt schrauben wir den Gain mal runter. Den mache ich mal auf 50%. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Jetzt machen wir gehen wieder auf 100%. So, jetzt können wir den Equalizer noch einstellen. Wir haben auf Custom. Da kann man ja so viel machen. Nee, das wollen wir lieber nicht. So, wir machen jetzt einfach hier das erste Highpass-Filter. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, jetzt das mit dem Bogen. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, der Boost wartet. Jetzt sind wir im HPF. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, dann haben wir Limit ist jetzt auf minus 40, Kompressor auf 80 und Noise sind wir bei 33%. Da können wir jetzt aber auch nichts dran. Doch, können wir hier Haken rein. So, können wir mal gucken, was passiert. Wir machen jetzt mal das Noise Gate. 40%, alles auch auf volle Pulle. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4, 3. Machen wir den Kompressor auf 30, Limiter. Machen wir etwas so hoch, der steht dann auf 15. Noise machen wir auf 25, dann haben sie alle die gleiche Höhe, dass man halt einen Unterschied hören oder nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, jetzt oben wieder auf Crosstim umgestellt und das die Einstellung beibehalten. Also Limiter 15, Kompressor 30, Noise 25, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, jetzt machen wir das alles wieder hoch, das obere, also Limiter und Kompressor und Neues machen wir wieder. Die Standardeinstellung an. So, und das war doch schon zu den Einstellungen. Jetzt hören wir uns das erstmal an. Machen wir erstmal Stopp. Oh, das war doch schon. Also ich muss sagen, die Standardeinstellungen gefallen mir eigentlich am besten. Weil hier ein bisschen Bass mit bei ist und hier wird es dann so teilweise ein bisschen flacher.
Ne? Also kann man ja hier noch ein bisschen hochregeln. Also hier könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt. Und kein Problem, wenn ihr was verstellt. Geht ihr einfach oben aufs Zahnrad, Factory Reset. Und dann ist es wieder in den Standardeinstellungen. Könnt ihr dann wieder hoch. RGB bleibt ja so. Und dann hier oben Advanced, seht ihr, ist alles wieder da. Wenn wir jetzt wieder hier auf. So, Factory Reset. So. Factory Reset. Hoch. Dann kommt jetzt immer wieder die Standardeinstellung. Also ich muss sagen, es hat, also für ein preisgünstiges Mikrofon, und das ist ja jetzt nicht über 100 Euro, hört sich das sehr gut an. Also für mich persönlich hört sich das sehr gut an. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Vom Klang her. Ich muss sagen, ich find's toll. Also hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ne, doch, ich hab ja das andere schon getestet. Und optisch ist es ein Hingucker. Also das kann man nicht anders sagen. Also für euch ist es ja ziemlich hell jetzt. Aber für mich ist es nur schwach beleuchtet. Und ich muss sagen, es sieht wirklich richtig geil aus, wenn es halt so der Rainbow-Effekt so mit den verschiedenen Farben von oben nach unten. Aber auch statisch mit einem Licht sieht es geil aus. Und das könnt ihr auch natürlich, auch wenn ihr XLR-Anschluss nimmt, macht ihr das mit USB, alt am PC, zusätzlich ran, dann könnt ihr den XLR benutzen und im Mischpult natürlich, logischerweise. Und Licht könnt ihr dann halt über die Software hier, wie ihr seht, einstellen. Dann lasst ihr das hier oben einfach aus, macht da nichts und könnt euch das dann hier, also hell ist richtig hell. Also das ist, mal gucken, für mich. Ja. Ja, so 50%. Das ist nicht zu hell, aber auch nicht zu dunkel und das sieht richtig fesch aus. Was ich auch geil finde, dass dieser Knopf hier oben, den kann man nicht drücken. Also der ist da, das ist wirklich nur so ein Berührungssensitiver. Seht ihr, der unten das Rot aniert. Das finde ich geil. Schnell mal Mute und dann hier Knopf gedrückt. Ja, aber man sieht halt, die LED ist halt hier hinten. Ja, also wenn man dann so reinspricht. Muss man so ein bisschen nach oben gucken, dann sieht man, dass das rot ist. Wenn es jetzt so unter einem hängt, dann eher nicht. Und da komme ich jetzt nicht weiter. Das mal, müssen wir mal kurz USB abmachen, dass wir uns das mal vor Augen führen können, wie es aussieht, wenn es hängt. So. Also wenn es so gerade hängt, wie man reinsprechen soll, dann sehe ich die LED nicht. Da muss man halt aufpassen, wenn man anfasst, dass man nicht aus Versehen rankommt und dann sich wundert, dass man nicht mehr zu hören ist. Aber es sieht wirklich, es ist ein Hingucker, es sieht wirklich schick aus. Ja, und für den Preis, hier seht ihr das nochmal, also die LED innen drin besteht aus drei Stufen. Dann seht ihr ja hier unten die, dann hier in der Mitte die und dann hier oben. Könnt natürlich auch statisch in den Farbe machen. Wir können jetzt hier keine Farbe auswählen. Wir haben nur Orange, Grün, Blau, Lila, also Türkis, Lila und Rainbow. Wobei ich Rainbow eigentlich am geilsten finde. Muss ich dazu sagen. Also Rainbow finde ich persönlich am geilsten. Sieht halt geil aus, wenn die Farben so nach und nach durchkommen und so. Sieht richtig nice aus. So,
Nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit gewesen sein. Haltet mich mal in den Kommentaren auf dem Laufenden, wie euch die Qualität gefallen hat. Ich werde, wie gesagt, ich werde mir das jetzt, hab's mir mit euch ja jetzt erstmal angehört. Ich find's gut. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich mich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.